Fanatische Muslime, die mittelalterliche Terrorregime aufbauen, kontra westliche Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. So wird das Bild gerne gezeichnet. Und so sehen wir es natürlich auch am liebsten, weil dann sind wir die Guten. Das bemerkenswerte Buch »Wer den Wind sät« von Michael Lüders zeigt in schmerzlicher Klarheit, das Bild ist zwar schön, aber leider frei erfunden. Niemals ging es dem Westen um Demokratie im Nahen Osten, sondern immer und ausschließlich um die Wahrung eigener machtpolitischer und wirtschaftlicher Interessen. Und die wurden mit knallharter Skrupellosigkeit durchgesetzt, gerne auch gegen Demokratie und Freiheit. Wir treffen den Islamwissenschaftler und Nahostexperten Michael Lüders in Berlin. Der fanatische Islam, der Terror, die brutale Gewalt des IS. Das ganze Desaster wäre nicht in der Welt ohne die fatalen Interventionen des Westens innerhalb der letzten 60 Jahre, sagt Lüders. Wenn man sich die Verhältnisse in der Region im Nahen und Mittleren Osten anschaut, Stichwort Entstehen der Taliban, Stichwort Entstehung des Islamischen Staates und von Al-Qaida, die Spuren führen immer in Richtung Washington, in Richtung amerikanischer Politik. Für die Recherche zu seinem Buch ist Lüders zurückgegangen bis in die 50er Jahre. Im Iran ereignete sich der Sündenfall schlechthin, sagt er. Es war der Sturz der ersten demokratisch gewählten Regierung und ihres Premierministers Mossadegh. Der wollte die iranische Erdölindustrie verstaatlichen. 90% des in Europa gehandelten Öls stammten damals aus dem Iran. Großbritannien sah sein Monopol auf das iranische Öl bedroht. Zusammen mit den USA brachten sie Mossadegh durch einen präzise geplanten Putsch zu Fall. Dabei war Amerika Mossadeghs großes Vorbild. Er war ein Bewunderer gerade der amerikanischen Demokratie, namentlich von Abraham Lincoln. Das alles nützte ihm aber nichts, denn es galt als unmutmäßig, dass ein Staatschef in einem Land der dritten Welt sich anmaßt, gegen westliche Wirtschaftsinteressen politisch vorzugehen. 60 Jahre später veröffentlicht die CIA Dokumente, die belegen, wie der Sturz Mossadeghs durch Großbritannien und die USA geplant wurde. Eine erfolgversprechende Demokratie wurde zerschlagen und gegen die Diktatur des Schahs eingetauscht. 2009 räumte Präsident Obama in Kairo die Beteiligung am Putsch ein. Mitten im Kalten Krieg spielten die Vereinigten Staaten eine Rolle beim Sturz einer demokratisch gewählten iranischen Regierung. Ohne diesen Putsch gegen Mossadegh hätte es die Islamische Revolution im Iran 1979 nicht gegeben. Und diese Revolution wiederum im Iran ist Auslöser vieler anderer Probleme, nicht zuletzt des Krieges des Iraks gegen den Iran, den Saddam Hussein entfesselt hat. Die Geburtsstunde des fanatischen Islam. Mit der iranischen Revolution kam Ayatollah Khomeini an die Macht. Sein Gegenspieler, der irakische Diktator Saddam Hussein, hier bei einem Treffen mit Donald Rumsfeld. Hussein hätte den Krieg gegen Iran nach 2 Jahren verloren, schreibt Lüders, wäre er nicht noch 6 weitere Jahre massiv mit Geld und Waffen aus dem Westen unterstützt worden. Auch mit Giftgas aus Deutschland. Dieses Giftgas wurde eingesetzt im Kampf gegen die iranischen Soldaten an der Front, aber auch gegen die Kurden in Halabscha 1988. Das alles war im Westen bekannt, wurde aber komplett ignoriert. Erst nachdem Saddam Hussein dann 1990 den Tabubruch begonnen hatte und die amerikanische Tankstelle Kuwait besetzte, hieß es auf einmal Saddam Hussein, er sei ja wie ein zweiter Hitler. Geschäftsinteressen, Geo- und Machtpolitik, das sind de facto die Gründe für die Interventionen der USA im Nahen Osten, sagt Lüders. Amerikanische Politik folge immer den gleichen Grundmustern. Nur diese Zusammenhänge zu benennen, das mag man nicht so gerne tun, das wäre verbunden mit Selbstkritik, das stimmt nicht mit dem eigenen Selbstbild überein, wonach man stets für das Wahre, Gute und Schöne, für die Menschenrechte, für die westlichen Werte einträte. Es ist leichter, diesen Terror aus dem Islam heraus zu erklären. Das ist ja aber nur zum Teil. Beispiel Afghanistan. Die USA unterstützen die Mujahideen und die Taliban, weil sie der Sowjetunion ihr Vietnam-Desaster bescheren wollen. Dass sie damit islamistische Fundamentalisten mit Waffen und Know-how versorgen, ist für sie zweitrangig. Was ist für die Weltgeschichte von größerer Bedeutung? Fragt Jimmy Carters Sicherheitsberater Brzezinski in einem Interview. Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetreichs? Eine fatale Fehleinschätzung. Es hätte diesen 11. September 2001 wahrscheinlich nicht gegeben, hätten die Amerikaner nicht Osama bin Laden über Jahre hinweg
finanziert und bewaffnet als einen der führenden Kämpfer gegen die sowjetische Besatzung in Afghanistan. 2003 erfolgt der völkerrechtswidrige Einmarsch der USA in den Irak. Hussein wird gestürzt, doch für die politische Zukunft Iraks haben die USA offenbar keinen konkreten Plan, schreibt Lüders. Durch ihre Politik verschärfen sie die Konflikte zwischen den religiösen und ethnischen Gruppen. Das Land versinkt im Chaos. Einer der größten Fehler, die die Amerikaner gemacht haben nach dem Sturz von Saddam Hussein, war, dass sie die Armee aufgelöst haben, die Geheimdienste und die Baath-Partei von Saddam Hussein. Damit waren über Nacht Hunderttausende Sunniten arbeitslos, die dann in den Untergrund gegangen sind und heute sich in den Reihen des Islamischen Staates wiederfinden. Man hat gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet und jetzt ist man nicht mehr in der Lage, diese Geister, die man da gerufen hat, wieder kontrollieren zu können. Der IS breitet sich aus und die USA versuchen ihn mit Hilfe von Saudi-Arabien zu bekämpfen. Dabei unterscheidet sich der Wahhabismus, die saudische Staatsreligion, kaum von den Idealen des Islamischen Staates. Nachweislich zahlen saudische Stiftungen und Privatleute viel Geld an den IS. Für viele Muslime im Nahen Osten ist die Doppelmoral des Westens nur schwer zu ertragen, sagt Lüders. Diese Menschen hoffen, dass der Westen etwas für die Demokratie tun möge. Das ist aber bislang nie geschehen. Gleichzeitig müssen sie sich arrangieren mit ihren furchtbaren Diktatoren. Sie leben also als intelligente Muslime zwischen dem Hammer westlicher Heuchelei und dem Amboss unfähiger arabischer Regime, die nur daran interessiert sind, ihre Macht zu verteidigen. Wer den Wind sät, wird Sturm ernten. Michael Lüders hat ein kenntnisreiches, pointiertes und packendes Buch geschrieben. Eins, das fehlte.